Hi und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für Money, Mindset und den Weg in ein cooles und grenzgeniales Business. Ich bin Dr. Mareike Bruns, Money, Mindset und Business Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen, und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, heute geht es um das Thema, wie verkaufe ich eigentlich High-Price-Coachings? Wenn du Coach, Berater, Expertin, Mentorin bist, dann bist du jetzt in dieser Folge absolut richtig, denn ich gebe dir hier 3 Gründe mit, die ich beobachtet habe, warum das vielleicht mit dem Verkaufen bis gestern noch nicht so geklappt hat. Ich gebe dir ein paar Tipps mit, wie du das verändern kannst. Und es gibt zu dieser Folge auch noch ein kostenloses Webinar am Sonntag, den 24. Oktober um 19.30 Uhr, wo ich dir vertiefend nochmal meine Strategie und meine Tipps mit an die Hand gebe, beziehungsweise mein Mindset mit an die Hand gebe, wie ich es bisher wirklich jedes Mal, wenn ich ein neues Programm gelauncht habe, geschafft habe, dieses auch hochpreisig zu verkaufen. Also dieses Webinar würde ich mir an deiner Stelle auf gar keinen Fall entgehen lassen. Den Link dazu findest du in den Shownotes, also da kannst du dich jetzt sofort anmelden und am Sonntag um 19.30 Uhr dabei sein. Genau. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge, ganz viele Aha-Erlebnisse und Erkenntnisse und würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Ihr Lieben, ich hatte ja schon das große, große Glück, mit vielen Frauen, selbstständigen Frauen zusammenarbeiten zu dürfen, sie in 5-stellige Monatsumsätze zu bringen, sie in viel mehr Fülle, viel mehr Freude, viel mehr Spaß in ihrem Business zu bringen. Und bei diesen vielen selbstständigen Frauen waren auch einige Coaches dabei, Beraterinnen dabei, Expertinnen dabei, die ja ihr Programm verkaufen wollten, aber es vielleicht bis gestern noch nicht geklappt hat oder da irgendwo noch der Money-Schuh drückte. Ja, irgendwie so Zeug. Und was ich beobachten konnte bei diesen bei diesen Kundinnen, aber auch bei vielen Interessentinnen, die bei mir waren, waren immer 3 Gründe, warum es immer nicht so ganz geklappt hat. Entweder war nur einer nicht erfüllt, in der Regel war es aber irgendwie so ein schönes Zusammenspiel von allen dreien. Und da braucht es eigentlich nur so ein paar Stellschrauben, die man drehen darf, damit das Ganze dann ins Rollen kommt und da auch die Leichtigkeit und der Flow in dein Business kommt. Die Programme, die ich immer so bisher verkauft habe und so weiter, da habe ich genau diese 3 Gründe, die quasi problematisch sind sozusagen, immer für mich in 3 absolute Skills gedreht. Und dadurch haben sich diese Programme auch immer verkauft. Und ich möchte dir jetzt in dieser Folge diese 3 Themen mitgeben und ein paar Tipps gleichzeitig mit rangeben. Und für mein Mindset und die Strategie bitte ich dich, dann in das Webinar am Sonntag um 19.30 Uhr einzuschalten. Genau. Also ihr Lieben, was ist jetzt Grund Nummer 1, den ich sehe, warum das Ganze nicht funktioniert? Und das sage ich euch ehrlich, wie es ist. Es ist das Mindset. Um Himmels Willen, ich kann doch nicht ein Programm für XY 1000 Euro verkaufen. Meine Frage an dich, warum nicht? Und was jetzt als erstes kommt, ist der erste Grund, an dem du arbeiten solltest, damit du vorankommst und damit du deine Programme wirklich verkaufen kannst. Dazu gehört übrigens auch, dass man selber mal durch den Terror gegangen ist und in ein High-Price-Coaching investiert hat. Das bedeutet nicht, das habe ich, glaube ich, in meiner Podcast-Folge, in der Q&A-Folge oder sowas auch schon mal gesagt. Es bedeutet nicht, dass nur weil man selbst in ein High-Price-Coaching investiert hat, automatisch dazu befähigt ist, auch solche zu verkaufen. Nur kennt man das Gefühl, und das ist in der Regel ein Türöffner, wie es ist, in High-Price-Coachings zu investieren. Und in der Regel sind ja die High-Price-Coachings, zumindest die, die sich verkaufen, welche, die ein bestimmtes Problem lösen. Ich habe ein Problem, ich habe eine Lösung für eine ganz spezielle Zielgruppe und diese Lösung lasse ich mir bezahlen. Das ist übrigens eine kompliziertere Beschreibung für das Wort verkaufen.
Ja, und was heißt komplizierter? Es ist einfach nur eine Beschreibung. So, und wenn du aber selber nicht bereit bist, in High-Price-Coachings zu investieren oder Geld in dich selber zu investieren, in deine Weiterbildung zu investieren und du sagst, nee, ach, das habe ich ja jetzt schon mal gemacht oder jetzt bin ich ja gerade schon in einem Coaching, da kann ich ja kein zweites machen oder ja, jetzt will ich lieber nicht so viel Geld ausgeben, nachher kommt das nicht wieder. Ich weiß ja nicht, wieso der ROI ist, bla bla. Ja, also mit solchen Gedanken, das sage ich euch ganz ehrlich, werdet ihr nicht weiterkommen. Und auch mit dem Mindset werdet ihr nicht weiterkommen. Das Ding ist, dass du vor jedem Coaching, was du buchst, selbst entscheidest, was das Ergebnis dieses Coachings ist. Wenn du sagst, ich mache jetzt dieses Coaching und scheiß die Wand an, egal was passiert, ich werde alles tun, um fünfstellig im Monat zu verdienen, dann wirst du genau das tun, weil du alles da dran setzt, weil du so einen unbändigen Willen hast, das jetzt zu machen, dass du einfach dir jegliche Informationen holst, die du brauchst, Dinge ausprobierst, wenn was nicht klappt, deinen Coach fragst, du einfach losgehst und dich nicht da irgendwie nur in dem Coaching berieseln lässt, sondern sagst, ich nehme es in die Hand, ich übernehme Verantwortung für meine Ergebnisse und ich entscheide jetzt, dass es so sein wird, Punkt. Okay, das war jetzt aber ein kleiner Ausflug in die Coaching-Welt bzw. in die Mindset-Coaching-Welt. Was ich jetzt aber abschließend sagen wollte war, nur weil du in ein High-Price-Coaching investierst, bedeutet das noch nicht, dass du automatisch in der Lage bist, diese ebenfalls zu verkaufen. Dennoch hast du eine energetische Tür bei dir geöffnet und du weißt vor allem, wie sich das anfühlt und kannst dich auch in deine eigenen Coaches, in deine eigenen Klienten hineinversetzen. Ein weiterer Glaubenssatz, der da übrigens besteht und manchmal sehr lustig in der Welt herumschwirrt, ist, das funktioniert nur bei Business Coaching und Money Mindset Coaching. Dafür geben die Leute Geld aus für mein Coaching, was ich habe nicht. Das ist wirklich Bullshit. Also, weil du kannst jetzt von mir aus bei dem Coaching, was du gerade anbietest, bei der Beratung, Expertise, die du hast, gerade anbietest, von mir aus Business oben drüber schreiben. Deswegen wird sich an deinen Ergebnissen nichts verändern. Es ist immer nur deine energetische Frequenz, die du ausstrahlst bezüglich Geld, deine eigene Sicherheit, die du ausstrahlst bezüglich deines Topics. Und es ist immer nur deine eigene Frequenz. Es hat nichts damit zu tun, ob du jetzt bei dir Money, Love, Health, Abnehmen, Gesundheit oder sonst was drüber schreibst. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Okay, also den Zahn mag ich dir da auch ziehen. Das heißt, du mit deinem Business und du mit deiner Expertise, geh bitte raus in diese Welt und zeige den Leuten, was du kannst. Denn nur wenn du mit deiner Leistung rausgehst und nur wenn du mit deiner Leistung dich zeigst, kannst du auch Menschen helfen. Und wenn du ein Produkt hast, was Menschen hilft und es nicht in dieser Welt anbietest, dann ist das genau eins unterlassene Hilfeleistung. Also geh bitte jetzt damit raus und entwickel das Mindset, dass du eine unglaublich fantastische Coach, Beraterin, Expertin bist und du für deine Leistung auch Geld nehmen darfst. Weil, warum auch nicht? Du hast doch jahrelang in dieses Wissen investiert, hast an dir selbst gearbeitet, hast jahrelang vielleicht sogar Ausbildung gemacht, studiert, schon mit Klientinnen gearbeitet. Diese Expertise darfst du dir bezahlen lassen. Also das ist jetzt vielleicht auch nur ein Punkt, vielleicht sind es noch tausend andere, die jetzt hier für die Podcast-Folge zu weit führen. Wichtig ist mir aber bei diesem ersten Punkt, arbeite an deinem Mindset. Warum denkst du, dass du nicht hochpreisig verkaufen kannst, darfst, dürftest, sollst oder whatever. Das Erste, was da hochkommt, genau daran arbeite. Punkt Nummer zwei oder Grund Nummer zwei, warum sich dein Programm oder deine Dienstleistung, was auch immer du da anbietest, noch nicht verkauft, ist, dass dein Produkt viel zu schwammig ist. Du hast quasi einen riesen Bauchladen, mit dem du durch die Gegend gehst und jeder möglichen Person auf dieser Welt helfen möchtest. Das Problem ist aber, wenn du das tust,
dann wirst du relativ wenig Erfolg damit haben. Das ist immer ungefähr, so ist mein Lieblingsbeispiel. Diese ganzen Restaurants, die anbieten, du kannst bei uns indisch, asiatisch, türkisch, dann noch libanesisch und Burger essen und alles Mögliche kannst du bei uns bestellen. Kennt ihr die? Das schmeckt in der Regel immer scheiße, wenn man da bestellt, weil die sich halt auf nichts spezialisieren. Das schmeckt dann alles irgendwie gleich und das ist irgendwie so, uah. Und noch sehr viel, und dann bei allem sehr viel Glutamat mit drin und dieses und jenes. Also will ich jetzt mich gar nicht drüber auslassen, aber in der Regel schmeckt es nicht. Und du weißt auch nicht, ja, jetzt will ich halt Burger essen. Wo gehe ich denn jetzt hin? Zu dem? Nee, weil du nicht weißt, ob das gut schmeckt, sondern du gehst halt in Burgerladen. Und wenn du Nordseekrabben essen willst, dann gehst du halt in Fischladen. Und wenn du, also ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Was willst du jetzt anbieten? Nordseekrabben oder Hamburger? Das ist die große Frage. So, und für was stehst du und für welche anderen Dinge stehst du eben genau nicht? Für wen bist du dann eben nicht da? Und das ist erstmal auch ein Schritt, den man gehen darf und muss, wo man dann sagt, okay, ich spezialisiere mich jetzt erstmal da drauf und fertig. Und es bedeutet nicht, dass man für immer und ewig jetzt da drauf bleiben muss, aber dass man es vielleicht mal eine Zeit lang damit probiert. Ein ganz wundervolles Konstrukt, was ich in diesem Zusammenhang auch immer wieder beobachte, ist, dass viele Frauen ganz, ganz viele wundervolle Ausbildungen mitbringen. Die sind dann Yoga-Lehrerin und Heilpraktikerin und Kinesiologin, ich kann es nicht aussprechen, ihr wisst, was ich meine, und dann noch dieses und jenes und Chakra-Lehrerin und bla 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 und sagen jetzt kann ich doch aber zu jeder Ausbildung irgendwas anbieten. Ich weiß gar nicht, was ich da alles anbieten soll. Oder ich kann ja so ein ganz buntes Portfolio anbieten und jedes kostet 100 Euro und das kann man sich dann auch angucken. Und da sind wir wieder so ein bisschen in der Bauchladenecke unterwegs. Hier ist es wichtig, dass du deine geballte Expertise, weil du bringst ja unglaubliches Wissen mit, dass du diese geballte Expertise in ein Produkt übersetzt. Darin bin ich wirklich absolute Oberspezialistin, sowas mal zusammenzufassen und daraus schnell ein Produkt zu machen und daraus vor allen Dingen eins, was ein glasklares Ergebnis hat. Ein glasklares Ergebnis. Weil wenn es so wischiwaschi ist, so eine Wischiwaschi-Aussage, ja, du fühlst dich dann im Anschluss besser. Das funktioniert auch nicht, Freunde. Also, das darf wirklich ein ganz klares Ergebnis haben. Wenn du bei mir in meinem Kurs warst, dann ist das dein Ergebnis, dann machen wir genau das und dann kommt das und das am Ende bei raus. Clear over clever, kurz und knackig und nicht so lange schwafeln, sagte Mareike Bruns, die Podcast-Folgen in der Länge von 30 bis 45 Minuten aufnimmt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau, also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Dein Produkt darf ein klares Ergebnis haben und dein Bauchladen darfst du ein bisschen aussortieren und was dann noch überbleibt, in ein knackiges Produkt verwandeln. Geht in der Regel leichter, wenn man sich ein Coaching bucht, denn wenn jemand von außen drauf guckt, der sieht das immer in der Regel schneller, wo deine Stärken und Expertisen liegen. Wirklich eine große Spezialität von mir. Ich mag das unglaublich gern, da mal schnell zu gucken, wie kann man es machen, wie kann man es drehen und so weiter. Genau. Gut, also Punkt Nummer 2 war, dein Produkt ist zu schwammig, du bist zu bauchladenmäßig unterwegs und es hat keine glasklare Aussage, was du damit anbieten möchtest. Genau, Punkt Nummer 3, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass ich ganz häufig beobachte, dass vielleicht Punkt 1 und Punkt 2 gegeben ist. Ja, da kann man vielleicht noch mal ein bisschen dran rumschrauben, aber dass du keine Ahnung hast, wie du das jetzt verkaufen sollst. Jetzt sagen viele Coaches, ich eingeschlossen, hör auf deine Intuition, mach das intuitiv. Und das Universum wird dir die Kunden schon zuspülen.
Kunden kommen von anywhere. Und das stimmt auch. Und das ist auch nicht ganz unrichtig. Und so mache ich das auch. Nur das Ding ist, was ich in allen meinen Launches gemeinsam habe, sind immer so ein paar strategische Ankerpunkte, die ich einfach setze, um diese Programme zu verkaufen. Das passiert in Form von Podcasts, das passiert in Form von Posts, in Form von Stories, in Form von Lives und so weiter und in der Form, und das möchte ich jetzt auch ganz klar mit dazu sagen, dass ich mich dazu committed habe, immer, immer besser im Verkauf zu werden. Immer besser meine Produkte, meine Dienstleistung an die Frau zu bringen. Immer besser Posts zu schreiben. Immer besser meine Lives zu machen. Immer besser zu werden in dem, was ich tue. Und das mag ich dir auch mit an die Hand geben. Wenn du bereit bist und sagst, so, ich will jetzt verkaufen und ich will das lernen und ich will wissen, wie das funktioniert, und zwar Step by Step, wie mit dem Fahrplan, dann fang an zu lernen und fang an, wirklich dich auf diesem Gebiet absolut vorzubilden und jeden Tag zu lernen, wie kriege ich denn jetzt so ein Ding verkauft. Ja, also wie gesagt, ihr habt das, seht das bei mir, ich mache es in den Stories, ich mache es halt hauptsächlich über Social Media, ich gucke halt, dass ich meine Leute rankriege, ich schalte Ads, also alles so Zeug, was mir halt eben einfällt, was man alles machen kann, um zu verkaufen. Und dann geht es natürlich darum, richtig in Verkaufsgespräche reinzugehen, mit Menschen in Kontakt zu kommen und mit ihnen ja einfach eine Beziehung aufzubauen. Und das mag ich dir wirklich mitgeben. Schau, dass du mit Leuten wirklich sprichst, dass du über ihre Probleme sprichst, dass du ihnen eine Lösung anbietest und dann eben im Anschluss auch dein Programm verkaufst. Wenn du also jetzt sagst, Punkt 1 und Punkt 2 sind gegeben, ich habe aber noch keine Ahnung, wie ich das verkaufen soll oder wie sich das richtig verkauft, oder ich habe zwar irgendwie halbwegs eine Ahnung, aber es hat bisher noch nicht geklappt, dann ist das einfach ein Feld, auf dem du noch ein bisschen was lernen darfst. Und das ist ja auch alles gar nicht schlimm, weil das kann man ja alles lernen und das ist ja auch kein Problem. Was ich dir da nur mitgeben möchte ist, gib hier an der Stelle nicht zu schnell auf. Manchmal funktioniert oder klappt etwas nicht. Manchmal planst du vielleicht auch eine kostenlose Veranstaltung oder du machst einen Post und da gibt es kein Like drauf oder whatever. Don't give up. Du weißt nie, wer deine Posts nochmal liest. Du weißt nie, wen du jetzt plötzlich nochmal universumstechnisch anziehst. Und du weißt nie, was alles noch möglich ist. Also wirf nicht die Flinte ins Korn, sagt man das so? Ja, ne? Wirf nicht die Flinte ins Korn, sondern bleib dabei, bleib dran. Mach einfach deine Arbeit und go for it. Werd einfach immer besser in dem, was du tust. Genau. Und jetzt noch ein paar Tipps bzw. ein paar Gedanken zum Thema High-Price-Coaching-Verkauf. Einer der vielen Gründe, warum das bei mir immer funktioniert, ist, dass ich hier bei Grund 1, 2 und 3 wirklich täglich dranbleibe. Also Mindset-Training wisst ihr, jeden Tag halbe Stunde Minimum beschäftige ich mich mit einem Buch, Podcast, Coaching-Content, zieh mir das alles rein, mach meinen Wissensschatz um das Universum, um Quantenfeld, um alles, was es in diesem Bereich gibt, auch Verkauf, um Sales, um was weiß ich. Ich erweitere meinen Horizont da wirklich jeden Tag. Lass mich inspirieren. Also Punkt 1 ist, ich lerne jeden Tag beim Thema Mindset dazu. Punkt 2 ist, dass ich bei meinen Programmen immer wieder schaue, hey, ist das cool? Passt das? Wenn es jetzt ein Programm ist, was ich jetzt schon ein paar Mal verkauft habe, dann gucke ich da jetzt natürlich nicht noch 320 Mal drüber, weil es hat sich ja verkauft. Nur wenn ich jetzt ein neues habe oder weil was anders mache oder was auch immer. Ist das cool? Passt die Landingpage? Und wenn nicht und sich das nicht verkauft, ja, dann gucke ich es mir 1000 Mal an. Und wenn sich das überhaupt nicht verkauft, ja, dann so what? Dann stampfe ich es ein und kommt das nächste. Wobei das jetzt wirklich so schon sehr lange Zeit nicht passiert ist.
Nur die Frage ist, also gerade bei mir so zu Anfang war das so, da habe ich auch ein Programm gelauncht und guess what, das hat kein Schwein gekauft. Ja, dann habe ich mich aber nicht hingesetzt und gesagt, dieser ganze Universum-Scheiß und das funktioniert alles nicht, sondern ich habe mich halt hingesetzt, also ja, vielleicht war ich auch mal eine halbe Stunde Düll mit 3L, aber ich habe mich halt hingesetzt und geguckt, okay, was waren jetzt die Faktoren, warum hat das nicht geklappt, okay, weiter geht's, ne? Darum geht's. Und du lernst einfach immer, immer mehr dazu. Und der dritte Punkt beim Thema, wie verkaufe ich das? Auch da lerne ich einfach und habe mir auch ganz viel einfach abgeguckt. Wie machen das denn andere? Also ich will ja nicht kopieren, aber wie haben die das so gemacht? Was kann ich davon nehmen? Was passt zu mir? Und habe einfach immer mehr von dem Zeug gemacht, was funktioniert. Und immer weniger von dem Zeug gemacht, was eben nicht funktioniert. Und das Wichtigste bei allem war, dass ich mit Menschen in Kontakt bin und mit ihnen spreche. Und all diese drei Dinge, an denen ich konsequent arbeite und mit meinem Mindset vorangehe und vorangehe und vorangehe, machen mich natürlich auch zu einer Person, die immer mehr Expertise ausstrahlt. Weil ich einfach immer mehr dazulerne und nicht stehen bleibe. Und je mehr ich daran arbeite, desto einfacher wird das natürlich auch irgendwo. Also das möchte ich dir einfach mitgeben. Arbeite daran und geh einfach deinen Weg, mit dem du happy bist, mit dem du verkaufen kannst und vor allem verlieb dich ins Verkaufen. Verlieb dich ins Verkaufen. Genau. Ihr Lieben, das war soweit die Tipps und die drei Gründe, die ich immer wieder sehe, warum das nicht funktioniert. Wenn ihr jetzt konkretere Tipps haben möchtet, wie ich das jetzt genau mache mit dieser Strategie, welches Mindset oder welche Mindset-Tipps da jetzt die ganz besonders richtigen sind und wie du das jetzt einfach für dich ganz konkret auch nochmal etablieren kannst, dann sei im Webinar am Sonntagabend, den 24. Oktober um 19.30 Uhr dabei. Den Link zur Anmeldung, den findest du in den Shownotes und ich freue mich riesig, dich dort begrüßen zu dürfen. So, ihr Lieben, und damit ist jetzt alles gesagt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, wann auch immer du diese Podcast-Folge gerade hörst. Und egal, bei welchem Projekt du gerade dran bist, bleib unbedingt dran. Deine Mareike.